Hallo Leute, hier ist wieder Dan28 mit Dänemark und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich beantworte mal wieder meine Chats, aber auf altmodische Art und Weise, also nicht so wie im letzten Video, so dieses technisch hochaufwendige, weil ich habe das jetzt nur einmal gemacht als Test, um eben zu gucken, wie das ist und so, ob ich es in Zukunft das öfters machen würde. Ja, also ich werde es irgendwann öfters machen, aber nicht jetzt, weil es ist mir für die derzeitige Lage meines Kanals einfach technisch viel zu aufwendig. Und das lohnt sich gerade einfach nicht. Okay, also mache ich wieder wie sonst. Ich nehme hier mein Handy und lese eben meine Tells vor. Erste Frage. Wärst du lieber mit einer 10, mit einem schlechten Charakter verheiratet oder mit einer 6, mit einem perfekten Charakter und warum? Das kann ich nicht beurteilen, weil ich weiß nicht, was für dich eine 10 ist und für dich eine 6 oder sonst irgendwas, weil jeder hat einen anderen Geschmack. So gibt es zum Beispiel Leute, die zum Beispiel auf Frauen wie Katja Krasavitsch stehen. Ich wiederum steht er eher nicht so drauf. Nächste Frage. Mit wem telefonierst du täglich? Ich telefoniere gar nicht. Tatsächlich hasse ich es auch telefonieren. Es ist so, wenn man mich dauerhaft anruft, kann es auch sein, dass ich am Ende ausraste und die Person blockiere. Ja, das habe ich nämlich schon mal gemacht. Mit dem Breathology. Wally, oder auch gesagt, also mit dem, der hat mich mal mehrfach angerufen, dann habe ich ihn einfach mal öfters blockiert. Kannst, also genau, nächste. Ach so, warte, ich habe eine Frage übersprungen, sorry. Oh, jetzt habe ich mich verwischt. Also, nächste Frage. Wie erreiche ich es, finanziell unabhängig zu werden? Geh mir nicht auf die Nerven, Alter, ganz im Ernst. Weil genau solche Fragen pissen mich einfach an. Du weißt, du fragst mich. Mich, der kein Geld hat, gar nichts. Wie man finanziell unabhängig werden kann. Beim nächsten Mal wirst du geblockt. Das pisst mich an. Ich weiß, ich mache mich damit nicht unbedingt sympathisch, aber ganz mehr, das pisst mich an. Was erwarten die Leute, dass ich bin ich Gott oder so? Nee. Ich kann eigentlich fast gar nichts irgendwie beantworten. Das ist genau dasselbe, wie wenn man jetzt kommen würde und sagen würde, ja, wie werde ich guter YouTuber? Ich habe doch keine Ahnung. Okay, egal. Nächste Frage. Kannst du schwimmen? Ich lebe in Deutschland, das heißt, natürlich kann ich schwimmen. Also, sorry, ich bin nicht irgendwie einer, der halt in einem Land aufgewachsen ist, in dem man halt nicht schwimmen lernt, weil man halt, ja. Ich weiß, schlechte Aussage, aber ist halt so. Es kann auch übrigens auch in den USA gibt es auch Teile, wo man nicht schwimmen lernt. Also, ja. Vor allem, ich bin zu guten Zeiten von Deutschland aufgewachsen. Also, ich habe wirklich noch schwimmen gelernt. Okay, nächste Frage. Rauchst du ab und zu? Nee. Aber ich trinke ab und zu Alkohol. Nächste Frage. Warum lieber chillen als hart arbeiten? Ganz einfach. Also wenn du hart arbeitest und so, das ist auch Stress und so. Dann bist du am Ende anfälliger für Herzinfarkte und so weiter. Und bist auch generell gestresst. Du alterst dadurch deutlich schneller und bist vor allem dann, ja, hast einen schlechten Charakter daraufhin, weil du einfach dann auch dann die ganze Zeit wütend bist. Und du nutzt dich halt ab und ganz im Ernst, das lohnt sich nicht. Weil, um mal hart arbeiten ist halt, du schuftest dich echt wirklich deinen ganzen Körper ab. Und am Ende, guck mal. Also wenn du bei einer Firma arbeitest, also bei einem, also ein Arbeitnehmer bist, kein Arbeitgeber, also ein Chef, sondern ein Arbeitnehmer, und du hart arbeitest, richtig dich reinhängen tust, dann machst du deinen Chef reicher, nicht dich. Nur mal so, das heißt so oder so, am Ende, du nutzt eigentlich nur deinen ganzen Körper ab und bist am Ende irgendwann alt, kaputt und ja, musst dann halt in ein Altersheim und zum, ja, also entweder Altersheim oder aber Pfandflaschen sammeln. Nächste Frage: Hast du dir mal was ausgeliehen und es dann nicht zurückgegeben? Wieso nicht? Nö. Wer ist die letzte, also nächste Frage, wer ist die letzte Person, mit der du geschrieben hast? Eine Person.
Als ob ich hier meinen ganzen Chatverlauf irgendwie zeigen würde. Leck mich doch am Arsch. Nächste Frage. Wie stehst du dazu, wenn jemand seinen Standort öffentlich macht und man ihn immer wieder finden kann? Das ist ja wie, das ist ja wie bei Drachenlord, Altschauer Berg 8, Helmskirchen. Okay, Leute. Nächste Frage. Mit wem machst du so am meisten? Mit niemandem. Ich mache mit niemandem was, weil ich keine Kontakte so großartig habe. Ja, also. Die nächste Frage. Was machst du dieses Wochenende? Das war übrigens, ich bekam die Frage schon vor ein paar Tagen und nochmal so. Das heißt, jetzt umgesetzt, was wäre die Frage eher, was hab ich dieses Wochenende oder so gemacht? Oder so. Und ja, ich habe mich eigentlich nur gelangweilt. Nächste Frage. Welche Art von Musik kannst du überhaupt nicht ab? Ich hasse Schlager. Nächste Frage. Was kann man gegen Lampenfieber tun? Ich habe gar keine Ahnung, weil ich habe kein Lampenfieber. Weil das, naja, sagen wir es so, ich bin ja sozusagen eingestellt darauf, dass wenn ich hier ein Video mache, dass am Ende vielleicht 1 Million Leute es angucken könnten. Das heißt natürlich nicht, dass es passieren wird, aber ich bin so darauf eingestellt. Und ja. Also nächste Frage. Was? Also nee, sorry. Falsch. Falsch angefangen. Also, wenn du einen Partner hast, wie habt ihr euch kennengelernt? Halt die Fresse. Also solche Fragen gehen mir die ganze Zeit auf die Nerven. Und ganz im Ernst, ich habe versucht, es zu blocken. Ich habe versucht, es zu ignorieren. Ich habe tausendmal gesagt, ich habe keine Beziehung. Ich habe keine Beziehung. Ganz im Ernst, wenn ich könnte, würde ich den Standort dieser Leute herausfinden, sie aus ihrer Anonymität rausfinden und den einfach mal ins Gesicht klatschen. Nicht schlagen, sondern einfach nur klatschen, weil es mir einfach auf den Sack geht. Ganz im Ernst. Ich weiß, die wollen mich damit nur triggern, aber ganz im Ernst. Solche Leute sind Arschlöcher. Nächste Frage. Beschreibe dein Standart-Outfit. Naja, also ein T-Shirt, dann eine Hose, Schuhe und eine Kappe. Als du das erste Mal verliebt warst, in wen war das? Es war 2006 in irgend so ein Mädchen halt. Nächste Frage: Was ist dein Lieblings-Fastfood-Restaurant? Subway. Also mein Lieblings-Fastfood-Restaurant ist Subway. Ich habe gerade was im Auge. Der Grund dafür, warum, also Subway halt, naja, ist einfach. Als erstes, ich wohne in der Nähe von dem Subway. Und ansonsten, ja, gute Brötchen, kann man essen. Nicht so teuer. Ist eigentlich ganz entspannt, weil da kaum mal einer ist und so. Also, es ist halt gute Atmosphäre. Also, ja. Und wenn man mich fragt, welches Fastfood-Restaurant ich am wenigsten mag, das steht zwar da nicht, aber ich sage es trotzdem mal so. Das Fastfood-Restaurant, was ich tatsächlich am wenigsten mag, ist KFC. Also Kentucky Fried Chicken. Grund dafür ist, es ist mir viel zu teuer. Weil ich esse da eigentlich nur die Filet-Eimer, weil ich. Bei Chicken Wings sind Knochen drin. Und das hasse ich, weil ich da jedes Mal Angst habe, dass ich da ersticken tue. Das sage ich, nee, also das hat nur Filet, aber das Filet kostet einfach 20 Euro. 20 Euro für so eine Tüte mit ein paar Chicken Wings. Chicken Wing Filet meine ich, also so Filet Chicken. Das lohnt sich nicht. Nächste Frage. Worin bist du dir sicher, dass du es nie ausprobieren wirst? Gegen Corona impfen. Beschreibe mal dein Aussehen. Haut und Haare. So habe ich es auch auf Telonym geschrieben. Junge. Nächste Frage. Bedeutet Streit in einer Beziehung immer was Schlimmes und wieso? Also, einige meiner Fernbeziehungen. Ich muss es immer betonen, Fernbeziehungen.
sind auf diese Weise geendet. So, last but not least, letzte Frage. Würdest du mit jemandem, zu dem du nicht hingezogen fühlst, auf ein Date gehen? Nein. Zu jemandem, zu dem ich mich nicht hingezogen fühle, würde ich einfach einen Korb geben. Weil, ganz im Ernst, warum sollte ich mit jemandem auf ein Date gehen, zu dem ich mich nicht hingezogen fühle? Weil, und ich bin nicht so einer, der Leute verarschen tut. Zumindest nicht in einer Beziehung. Weil, ich weiß ja, wie das ist. Ich weiß ja, wie das ist und es ist scheiße. Weil, wenn du die ganze Zeit verarscht wirst und so, dann änderst du dich. Dann änderst du dich. Dann wirst du irgendwann eine komplett andere Person. Kannst weniger Leute vertrauen, wirkst dadurch auch ab und zu auch paranoid, wenn du fremde Menschen kennenlernst und bist auch dann weniger kontaktfreudig. Und es kann auch passieren, dass du dann so öfters mal Kontakte beenden tust, weil du einfach dann plötzlich keinen Bock mehr auf die Leute hast. Also so ist es bei mir zumindest. Okay, auf jeden Fall. Sorry, Schulz, das war's wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst doch ein Like da. Denn auf diese Weise unterstützt ihr mich. Ja. Und falls euch meine anderen Videos gefallen, alle Videos und so, dann abonniert, dann drückt, mir geht's gut, ich hab nichts gesoffen, ich hab nichts geraucht oder sonst irgendwas, ich bin nur gerade irgendwie komplett verpeilt. Jetzt muss ich den Spruch nochmal sagen. Falls euch dieses Video gefallen haben soll, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen auf diesem ganzen Kanal hier, dann abonniert diesen Kanal. Auf diese Weise unterstützt ihr mich auf YouTube. Und drückt auf die Glocke, um keine meiner anderen Videos zu verpassen, um so nicht inaktiv zu werden. Und übrigens, lasst doch auch einen Kommentar da, denn so unterstützt ihr mich erst recht. Denn wenn ihr meine Videos liked und kommentiert, werden sie auch anderen Leuten angezeigt. Und übrigens, dadurch könnt ihr auch dann neue Abonnenten gewinnen, dadurch dann irgendwann 1000 Abonnenten machen, dann vielleicht auch irgendwann die 4000 Stunden Watchtime gewinnen, dadurch könnte ich mir dann irgendwann dann meinen Kanal monetarisieren, dadurch könnte ich dann Geld verdienen und dann sogar meine ganz bessere Ausrüstung kaufen, um sogar richtig gute Videos zu machen und sogar richtig Hochleistungsvideos und einfach richtig Comedy pur, bis es einfach... bis euch die Lunge vor Lachen wehtut und was auch immer, sonst alles mögliche. Mehr Gaming-Videos, mehr von allem drum und dran. Auf jeden Fall, das war's wieder mit dem Dänemark. Bis zum nächsten Mal. Und ich bin Dan218.